Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Zu meiner Sprechstunde begrüße ich Sie zum Thema Hyperventilation. Hyperventilation heißt übersetzt übertriebene Atmung. Das ist an sich nichts Schlimmes. Wenn wir viel arbeiten, müssen wir auch mehr atmen. Aber die Hyperventilation bezeichnet den Zustand, dass man vermehrt atmet, ohne dass man es eigentlich müsste. Das führt dann dazu, dass wir auf der einen Seite mehr Sauerstoff zu uns nehmen, auf der anderen Seite aber, und das ist das größere Problem, mehr Kohlendioxid abatmen. Und das führt zu Veränderungen in unserem Körper. Insbesondere hat es Auswirkungen auf den Kalziumspiegel im Blut und das macht dann entsprechende Symptome. Und darüber möchte ich sprechen. Die Hyperventilation kommt bei mir in der Sprechstunde am häufigsten bei weiblichen Jugendlichen vor. Und zwar im Alter zwischen 12 und 20 Jahren ungefähr. Und zwar dann, wenn diese Menschen in Panik geraten oder sich in etwas hineinsteigern. Emotionen wie Angst, wie Sorge, wie Kummer oder auch Zorn können eine solche Hyperventilation bei nicht wenigen Jugendlichen Mädchen und jungen Frauen auslösen. Und diese Menschen klagen dann über ganz bestimmte Symptome. Sie berichten über Kribbeln in den Fingern. Sie berichten darüber, dass ihnen schwindlig wird. Und die Menschen, die sie beobachten, die drumherum sind, können dann manchmal beobachten, dass ein hyperventilierendes Mädchen umkippt. Das ist ohnmächtig wird und dass es sogar zu krampfen beginnt. Man spricht dann von der Hyperventilationstetanie. Und das hat wiederum mit dem schon erwähnten Kalziummangel im Blut zu tun, der durch diese Hyperventilation entsteht. Oft wird dann, wenn so etwas passiert, aus Unkenntnis der Notarzt gerufen. Und das ist jetzt etwas, wo ich darauf einwirken möchte mit diesem Video, dass das Verständnis für diese Situation in der Bevölkerung besser wird, dass wir das nicht mehr nötig haben, einen Notarzt zu rufen im Rahmen einer einfachen Hyperventilation. Die Therapie dieser Hyperventilation ist im Prinzip einfach, man muss sie nur wissen und anwenden. Und zwar wendet man das Prinzip der Rückatmung an mit Hilfe einer Plastiktüte. Wenn man in diese Tüte ausatmet und das Ausgeatmete wieder einatmet, kommt es automatisch zu einem Anstieg des Kohlendioxids in unserem Blut und der Mensch wird diese Hyperventilation ganz von alleine durch diese Weise wieder reduzieren. Damit ist das Problem auch schon gelöst. Es kommt nicht zu diesem Kribbelgefühl, es kommt nicht zu dieser Ohnmacht. Und man beruhigt sich wieder. Was muss man also tun? Einfach eine solche Tüte immer dabei haben. Die Freunde, Freundinnen, Verwandte und so weiter benachrichtigen, ihnen sagen, dass man zu so etwas neigt und dass man mit dieser einfachen Maßnahme helfen kann. Und dass es auf diese Weise verhinderbar ist, einen Notarzt unnötigerweise zu rufen. Durchfall. Durchfall wird häufig benutzt, dieser Begriff, und oftmals falsch. Denn der Durchfall, so wie er im Medizinischen gebräuchlich ist, dieser Begriff, bezeichnet häufigen, wässrigen Stuhl mehr als 4 bis 6 Mal am Tag. Mein Kind ist ständig krank. Warum? Ja, dieser Satz fällt häufig, vor allem im Herbst, im Winter, weil da eben die Zeit ist, wo die Krankheitserreger umeinander sind, wo viele Menschen um uns herum entsprechend erkältet sind und man sich entsprechend leichter ansteckt. Und Kinder starten mit ihrem Immunsystem bei Null,